Willkommen bei unserer Künstler-Challenge. Den Schokobrunnen gewinnt diejenige, die ihn am besten malt. Okay. Wenn ihr einverstanden seid, dann kann es losgehen. Aber ihr malt ohne Hände. Eure Minute läuft ab jetzt. Jetzt bin ich mir nicht so sicher, ob ich das schaffen kann. Wobei, diese Loser haben eh keine Chance gegen mich. Jetzt sei mal nicht so voreilig. Ich bin mir sicher, ich werde gewinnen. Ich mal einfach viel zu gut. Das kannst du vergessen. Ich mag mein Bild noch nicht wirklich. Vielleicht muss ich bloß die Taktik ändern. Ich nehme mir einfach den Filzstift. Genau. So ist es gut. Wow, ich will auch mit dem Filzstift malen. Du kriegst den nicht mal auf. Da gibt's nichts zu lachen. Was soll ich tun? Die anderen sind voll gut. Macht nichts. Ich kann einfach die Bilder der anderen zerstören. Dafür brauche ich eine Feder. Was hast du angerichtet? Oh no! Mein Bild ist ruiniert. Ups, Pech gehabt. Freu dich nicht zu früh. Dein Bild ist auch ausgeliefert. Hier wird das Lachen noch vergehen. Das geschieht dir zu Recht. Nein, das reicht. Chelsea, was freust du dich? Dein Bild wird das auch nicht überleben. Du bist nicht. Mädels, eure Zeit ist um. Zeigt mir eure Bilder. Mensch, es ist gerade noch mal gut gegangen. What? Na, was habt ihr geschafft? Was soll das denn sein? Ein Schokobrunnen? Ich bitte euch. Samantha, dein Bild gefällt mir auch nicht. Hat sich denn jemand Mühe gegeben? Ich. Nun, das ist besser als der Rest. Okay. Also gewinnt diese Runde Chelsea. Wow! Ah, ich habe mir am meisten Mühe gegeben. Denkst du etwa, wir lassen dich in Ruhe die Schokolade trinken? Von wegen, unsere Strohhalme sind schon bereit. Wie lecker! Wo ist die Schokolade hin? Awesome. Mit Freunden soll man doch teilen. Ihr Diebe! Seid ihr bereit für die nächste Runde? Diesmal wird der Preis noch besser sein. Schaut mal, was für ein süßes Hündchen. Wir sind mit ihm Gassi gegangen. Und das ist euer Preis für die Runde. Wer es am besten malt, gewinnt es. Viel Glück. Ich habe keine Lust auf Hundekacke. Ich mal einfach was anderes. Ich muss das schlechteste Bild in meinem Leben machen. Genau, ich mal einfach mit dem Fuß. Sorry, das könnte ein bisschen stinken. Was soll das? Ist das eine Gasattacke? Das war doch bloß mein Fuß. Alle werden sicher was Tolles malen. Ich will mir gar keine Mühe geben. Ich mal einfach irgendetwas. Das wird schon. Nein, ich habe den Filzstift verloren. Ich brauche dringend einen anderen. Verliere ich heute alles? Ich muss vorsichtiger sein. What? Was malen die anderen? Eure Zeit ist um. Zeigt mir, was ihr geschafft habt. Das war's schon? Hurra, ich bin bereit. Chelsea, von dir habe ich was Besseres erwartet. Wow, Samantha, das ist fabelhaft. Mary, wieso schläfst du? Ich schlafe nicht. Hier ist mein Bild. Oh je. Das ist ja ein echtes Stück Kacke. Du kriegst den Preis. Wir gratulieren dir. Ein Stück Kacke? Oh Mann. Ich muss das essen.
das ja ein Prank. Awesome. Tatsächlich, das ist ja Nutella. Kitty probiert Kacke. Gar nicht, das ist Nutella. Wollt ihr was? Nein, danke. Okay. What's the matter with you? Mädels, seid ihr bereit? Hier kommt die nächste Runde. Diesmal müsst ihr dieses süße Kätzchen malen. Das ist ja so klein und flauschig. Wer am besten malt, kann es haben. Diesmal malt ihr mit Kreide und zwar auf eurem Gesicht. Viel Spaß dabei. Tatsächlich, wer braucht schon Papier? Wenn ich mich selber in eine Miezekatze verwandeln kann. Das sollte nicht allzu schwer sein. Ich sehe auch wie ein Kätzchen aus. Ich mache das am besten. Ihr braucht euch keine Mühe zu geben. Gegen mich habt ihr keine Chance. Ich benutze nämlich einen Spiegel. Es ist doch viel zu dämlich, ohne Spiegel zu malen. Yes! Ich habe schon so gut wie gewonnen. What? Chelsea ist richtig schlecht in Malen. Und Mary? Wow. Aber der Spiegel verstößt gegen die Regeln. Was fällt dir ein? Schau mal, was sich Chelsea erlaubt. Ja, das ist voll unfair. Wir müssen ihr eine Lektion erteilen. Nein, tu das nicht. Ich habe doch schon fast gewonnen. Wenn Samantha sich auch weiter so gut schminkt, habe ich auch keine Chance. Ich muss ihr Make-up ruinieren. Samantha, du hast dich da dreckig gemacht. Wo, sag es mir. Ich helfe dir gleich. So ist gut. Oh, vielen Dank. Mädels, zeigt mir eure Katzengesichter. Come on! Mary, du hast dir ja gar keine Mühe gegeben. Kleiner, schau nicht hin. Samantha, hast du schon mal eine Katze gesehen? Du siehst wie ein Pirat aus. Ein Pirat? Ach, du. Jetzt ist doch wohl klar, wer gewonnen hat, nicht wahr? Sieht so aus, als hätte Chelsea gewonnen. Hier bekommst du den Kleinen. Oh je. Atschi. Sag bloß, dass ich wieder eine Katzenallergie habe. Das macht nichts. Wir geben den Kleinen ein neues Zuhause. Mary und ich. Ups, nein, das gehört mir. Er wird erstmal gesund. Ich sehe, ihr habt euren Spaß. Das ist unser nächster Preis. Diesmal gibt es diesen Fisch zu gewinnen. Den malt ihr mit verschiedenen Soßen. Das wird nicht einfach, aber ich bin mir sicher, ihr könnt das schaffen. Die Zeit läuft. Das ist super. Mit Soßen malen macht nicht nur Spaß, das schmeckt auch noch. Hey, was tust du? Du müllst mich voll. Sorry, das wollte ich nicht. Okay, ist gut. Das muss ja irgendwie Spaß machen. Die Soßen sind voll bunt. Sieht cool aus. Ich habe noch nie mit Ketchup gemalt. Awesome! Diese Käsesoße ist so gelb. Ich fange damit an. Das war's auch schon. Macht nichts. Ich mach mit einer anderen Soße weiter. Wow, ich hätte nie gedacht, dass das so viel Spaß machen könnte. Oh Mann, alle machen das voll gut. Ich muss Gas geben. Ich will auch gut malen. Die riechen ja voll lecker. Ich habe keine Lust zu malen. Ich will die Dinger essen.
denn schon Soßen ohne alles? Du hast doch keine Ahnung. Das ist mega lecker. Mag sein, aber ich mag es mehr zu malen. Oh nein, bloß nicht das. Mein Bild ist dahin. Wie konnte das passieren? Ich habe alles aufgegessen. Womit soll ich malen? Macht nichts. Ich klau mir einfach Samanthas Bild. Eure Zeit ist um. Zeigt mir eure Bilder. Ja, ja, ich nehme mir so lange das schönste Bild. Mary, heute ist eindeutig nicht dein Tag. Das Bild ist so lala. Das von Chelsea gefällt mir gut. Gut gemacht. Samantha, was hast du so lange gemacht? Dachtest du wohl, du kannst einfach aussetzen in der Runde? Ups. Weißt du was? Dafür bekommst du diesen riesigen Fisch hier. Alles nur wegen Chelsea. So viel rohen Fisch schaffe ich doch nie im Leben. Ich habe eine Idee. Ich bereite den Fisch einfach zu. Come on! Das ist eine gute Idee. Ich brauche nur einen Gasbrenner. Oh, Chelsea, sorry. Das wollte ich nicht. Steht dir. Ihr könnt mich mal. Jetzt brate ich meinen Fisch. Das wird sicher lecker. Wow! Ihr könnt mir guten Appetit wünschen. Lecker Schmecker. Oho, wo sind wir? Ein Challenge wartet auf euch. Einer von euch wird einen Schokoladenbrunnen bekommen. Er geht an diejenigen, die ihn am besten mit diesen Filzstiften zeichnen. Aber man soll mit dem Mund zeichnen. Wir benutzen keine Hände. Ihr habt eine Minute. Los geht's. Ich soll gewinnen, denn ich bin die coolste Person hier. Was? Du wirst verlieren. Weil ich die beste Zeichnung haben werde. Bingo! Du? Kann denn ein Schokoladenbrunnen blau sein? Nein. Ich werde gewinnen. Umso mehr, dass ich gerade eine wirklich coole Idee habe. Warum soll ich die Farbe ausblasen, wenn man den Deckel einfach abnehmen kann? Oh, wow. Warum ist das nicht mir eingefallen? Das soll ich ausprobieren. Ui! Naja, hast du versucht? Hat es funktioniert? Süßi, schämst du dich denn gar nicht? Du solltest deiner Freundin helfen und nicht lachen. Dafür muss man dir die Flötentöne beibringen. Eine einfache Feder reicht mir völlig aus. Und was soll ich tun? Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich mit einer Tomate gemalt habe. Oder schlimmer. Jetzt wird Süßi sie herrlich verlieren. Ach so, lachst du auch? Dann wirst du auch verlieren. Was hast du gemacht? Du bekommst auch das, was du verdienst. Nein, nein, bitte nein. Mädchen, die Zeit ist um. Zeigt uns, was ihr gezeichnet habt. Juli, was ist für ein roter Fleck? Hast du die Farbe verschüttelt? Wahrscheinlich auch auf dein Gesicht. Süßi, warum bist du auch ganz rot? Habt ihr alle zusammen Tomaten gegessen? Wer so etwas malt, kann nicht gewinnen. Milas Arbeit ist auch nicht so gut, aber wenigstens gibt es kein rotes Haus. Mila, du hast gewonnen. Hurra, jetzt gehört es mir. Hallo, du leckere Schokolade. Wir wollen auch etwas Schokolade. Und wir werden welche bekommen. Das ist so gut. Ich bin so froh, dass ich gewonnen habe. Ausgezeichnet. Hey, wo ist die ganze Schokolade? Und mal ehrlich, wer traut sich schon, es zu trinken? Ach, komm schon, ihr Diebe. Okay. Dieses Mal wird ihr Lohn viel originär sein.
Seht ihr das süße kleine Hühnchen? Nun, der Lohn ist nicht er, sondern die Kacke, die von ihm übrig geblieben ist. In dieser Runde müsst ihr wieder mit dem Mund zeichnen, also gebt euer Bestes. Die Zeit ist los. Es gibt wohl nichts Einfacheres, als eine Kacke zu zeichnen. Um die Zeichnung noch authentischer zu machen, soll man auch einen Geruch hinzufügen. Ich weiß sogar, wie man das macht. Was ist das für ein Geruch? Ist hier jemand gestorben? Ich glaube, mir wird das schlecht. Ups, ich habe nur schon lange meine Füße nicht gewaschen. Malen mit den Füßen ist schwierig. Das Zeichen mit den Ellbogen ist eine viel bessere Lösung. Ups, kein Problem. Ich habe eine Menge solcher Filzstifte. Oh nein, ich soll mich beeilen. Mädels, genug mit dem Zeichen. Es ist die Zeit, uns zu zeigen, was ihr drauf habt. Hier, schaut mal. Mila, die Kacke ist okay, aber ich habe etwas Besseres gesehen. Bei Süßi zum Beispiel. Das ist großartig. Super, ich bin so froh. Julias Kacke ist nicht so toll. Man sieht, dass sie verlieren wollte. Und so soll es auch sein. Sie ist diejenige, die die richtige Kacke hat. Was? Aber Susi hat mich schwach gemacht. Ich werde diesen Horn nicht essen. Das ist zu eklig. Du solltest das tun. Da sind die Regeln. Was für ein Albtraum. Ich werde so tun, als es nur Schokolade wäre. Awesome. Hat sie wirklich die Kacke gegessen? Nein, das ist wirklich Schokolade. Möchtet ihr Mädels auch welche? Nein, danke dir. Nein, danke. In dieser Runde wird ihr Lohn Fisch. Schmackhaft und überhaupt nicht lecker. Nun, ihr werdet mit Soßen malen. Ich denke, es ist ziemlich lustig und ungewöhnlich. Ihr könnt schon anfangen, die Zeit geht los. Ich habe noch nie mit Soßen gemalt. Ich hoffe, ich kann es gut. Das sind ganz viele. Ich habe so große Auswahl. Aber warum ist der ganze Müll auf mir? Ich bin kein Mülleimer. Also, es ist die Zeit anzufangen. Das wird die leckerste Zeichnung, die ich je gemacht habe. Ich fange mit dem Ketchup lieber. Und ich beginne mit der Käsesoße. Sie ist selbst, also passt sie besser zu diesem hässlichen Tisch. Also, ich fange an. Aber die Käsesoße ist schnell alles. Ich soll bald einen Ersatz finden. Oh, yes. Oh. Ich glaube, das sieht ziemlich gut aus. Ich bin begabt. Mann, sogar Süßes zeigen ist besser als meins. Ich soll beeilen. Richtig. Ich habe 5 Finger. Also habe ich 5 Pinsel, mit denen ich gleichzeitig malen kann. Es riecht super. Ich denke, es ist in Ordnung, wenn ich ein bisschen probiere. So lecker. Nein, das reicht nicht. Ich möchte mehr Soße essen. Mila, isst du Soße? Aber wir haben nicht einmal Kartoffeln. Ich glaube, meine Soße sind alle. Ah, nicht auf meins. Naja, ich habe alles verdorben. Das ist so lecker. Oh Gott, ich habe alle Soßen gegessen. Jetzt werde ich definitiv verlieren. Nun, die Zeit ist um. Ich möchte sehen, was ihr dort gezeichnet habt. Mir bleibt nur eine Möglichkeit. Ich tausche die Zeichnungen mit Susi.
Ich warte. Oh Mann. Juli, was hast du getan? Das sieht nicht wie ein Fisch aus. Mila, kannst du mir zeigen, was du gezeichnet hast? Wow, das sieht toll aus. Das ist die beste Soßenzeichnung, die ich bis jetzt gesehen habe. Susi, du hast dich überhaupt nicht angestrengt. Dann werde ich dir wohl diesen Fisch geben müssen. Ich hoffe, du isst gerne rohen Fisch. Ich? Aber das ist doch Betrug. Mila hat dich ausgetrickst. Haha, irgendwann muss ja den ekligen Fisch essen. Warum roh? Ich kann es kochen. Ich habe einen Brenner. Ah, oh, was machst du da? Oh, tut mir leid. Ich weiß einfach nicht, wie man es benutzt. Ich glaube, ich muss es auf den Fisch schütten. Sieht mal, wie lecker der Fisch geworden ist. Endlich kann ich ein richtiges Mittagessen haben. So lecker. Mädels, der süßeste Lohn wartet diesmal auf euch. Und zwar diese flauschige Katze. Ihr sollt euer eigenes Katzen-Make-up machen. Wer das Beste hat, bekommt das Kätzchen. Wie immer habt ihr eine Minute Zeit. Dann geht's los. Ich sehe selbst einem Kätzchen sehr ähnlich aus. Also muss ich mich nicht um viele Kleinigkeiten kümmern. Süße, du überschätzt dich. Es ist für alle klar, dass ich gewinnen werde. Die Nase ist fast fertig. Bleibt nur Schnurrbart. Ach so, niemand hat verboten, einen Spiegel zu benutzen, oder? Ich weiß nicht, wie man ohne ihn ein cooles Make-up machen kann. Aber damit geht es einfacher. Ich bin fast fertig. Ihr alle seid mir nicht gewachsen, denn mein Make-up ist das Beste. Wow! Mila, schau mal. Juli schummelt. Sie benutzt den Spiegel, obwohl sie es nicht durfte. Ich denke, man muss ihr eine Lektion erteilen. Ich stimme zu. Ich weiß sogar genau wie. Hey, was macht ihr? Warum? Serviert mein Make-up weg. Jetzt werde ich bestimmt verlieren. Ich will dieses süße Kätzchen so sehr. Ich habe eine Idee. Oh, ja. Süßi, hör mal, du bist mit der Nase ein bisschen nicht fertig. Wenn du möchtest, kann ich dir helfen. Danke, wenn es dich nicht stört. Das mache ich gerne. Jetzt siehst du schon viel besser aus. Wie eine echte Katze. Vielen Dank, ich wusste immer, dass wir gute Freundinnen sind. Also, lasst uns entscheiden, wer genau diese süße kleine Katze bekommt. Juli, das kann man sich nicht einmal ansehen. Süßi, was hast du getan? Wir spielen hier keine Piraten. Was? Piraten? Ach du schlauer Hund. Aber Milas Make-up ist übrigens sehr schön geworden. Also, wird Fluffy jetzt mit ihr befreundet sein. Hurra, ich werde dich lieben und füttern und... Oh nein! Ich glaube, Mila ist gegen Kätzchen allergisch. Das ist in Ordnung. Wir können uns selbst um den Flauschigen kümmern. Oh nein. Oho, Mila ist ganz rot geworden. Wir sollen einen Arzt rufen. Stimmt's, Flausche? Du bist so süß. Tag, hier sind Ihre Pakete. Sie können auspacken. Danke, Herr. Mal sehen, was es in meinem Karton so gibt. Oh, ein rosa Wischmopp. Ausgezeichnet. Der passt gut, um die Spinnwegen glamourös aus meinem Lieblingshaus zu entfernen. Was für eine riesige Spinne. Ich hoffe, ich bekomme keine grauen Haare von diesem Schrecken. Oh, oh nein. Das ist eine riesige Spinne. Bleib jetzt hier, Monster. Gleich fange ich alle Spinnen in ein Staubsaugergefängnis. Was habe ich bekommen? Oh, Gummihandschuhe. Klasse, jetzt werden wir den Müll aus meinem zukünftigen Traumhaus entfernen. Spinnennetze, weg von hier. Perfekt. Yes! Wow, Kim. Ja, ich weiß, dass ich so umwerfend bin. Dieser rosa Teppich passt mir so gut. Aber ich brauche ihn, um das Haus zu dekorieren. Also bewachen wir uns mit einem Tacker und fangen an, das Haus mit einem herrlich weichen rosa Teppich zu bedecken. Ich liebe diese Farbe so sehr. Sie betont mein neues rosa Outfit perfekt.
Und dieses Herz wird auf dem Dach des Hauses großartig aussehen. Jeder wird wissen, dass die schöne Kim hier lebt. Und jetzt müssen wir die Haare ein wenig glätten, aber nicht meine, sondern die des Hauses. Es erfordert die gleiche Aufmerksamkeit wie auch bei mir selbst, um immer hübsch zu bleiben. Mein weiches Haus ist fertig. Und was hat Kim da gemacht? Ein rosa Wollklumpen. Gleich zeige ich euch ein cooles Design des Hauses. Dafür brauche ich blaue Pringles. Ich wusste, dass ich nicht umsonst mein ganzes Leben lang Pringles gegessen habe und diese Verpackung gesammelt habe. Ich brauchte sie genau für diesen Moment. Hier passen meine blauen Lieblingsfruchtgummis perfekt. Aber das ist noch nicht alles. Oreo, ich liebe diese Kekse. Also kleben wir sie auf das Dach. Wow, sieht hier so gut aus. Und eine Flagge. Fertig. Mia, was machst du da draus? Ich blase Ballons auf. Diese gelben Ballons passen perfekt zum Design meines Hauses. Ich muss alle aufblasen, alle Ballons, damit sie für das ganze Haus ausreichen. Und der letzte? Oh, ich bin ein bisschen müde. Ich sehe schon Sternchen in meinen Augen. Mia, wie geht's dir? Großartig. Schneller das Haus dekorieren. Okay, fangen wir von unten an und gehen bis nach oben. Diese gelben Ballons erinnern mich an lange Würmchen. Es sieht so lustig aus. Mein Haus wird so luftig und bunt sein. Hier kommt die Sonne her. Wow, eure Häuser sind so bunt. Aber was kommt als nächstes? Meine Ahnen sind so lecker. Aber ich brauche noch mehr. Wir graben ein Loch aus und legen eine Banane hinein. Perfekt. Und jetzt bewässern wir alles und warten. Wow, was für ein cooler Baum ist bei mir gewachsen. Und hier sind meine Lieblingsbananen. Okay, hier brauche ich definitiv eine Liege, auf der ich mich ausruhen kann. Wir decken den Kopf ab, damit uns die Sonne nicht trifft. Und wir trinken einen leckeren Cocktail. Toll. Wow, Bananen. Ich denke, dass es meiner Nachbarin nichts ausmacht, wenn ich ein paar esse. Oh, Mia, hallo. Sie hat mich gesehen. Ich war hier nicht. Also, ich muss mir etwas auch für meinen Hof einfallen lassen. Genau. Ich habe ein Auto, aber wo kann ich's fahren? Ich baue jetzt eine riesige Rennrutsche. Wir befestigen sie hier und hier. Wow, wie cool. Hierhin kommt ein Auto und es kann losgehen. Wow, wie schnell es fährt. Coole Sache. Ich liebe Rennwagen. Hey Kim, willst du dazu kommen? Mit dir? Diese Kinderspielzeuge? Niemals. Ich habe hier was Interessanteres. Es gibt ein kleines Werkzeugset und Teile meiner Schaukel. Sie müssen nur zusammengebaut werden. Ich schaffe es jetzt ganz schnell. Fertig. Meine rosa Schaukel ist fertig. Ich kann jetzt mit meinem Einhorn spielen. Ich weiß, dass mir definitiv ein Briefkasten fehlt. Wie bekomme ich dann Briefe von Fans? Wow, ich brauche auch einen Briefkasten. Freunde aus vielen Ländern schreiben mir so oft. Ich weiß sogar, wie ich ihn bemalen kann. Wir tauchen die Blume in Farbe ein und drücken sie an den Briefkasten. Wie schön. Wow, das ist ja cool. Ich habe auch eine coole Idee. Hier ist Hip-Hop-Bob. Er wird meinen Briefkasten bewachen. Hallo an alle. Ich bin der Postbote Sam und habe euch die Post mitgebracht. Was für einen sonnigen Briefkasten haben Sie, Fräulein? Hier ist der Brief. Oh, guten Tag, Herr Dan. Ich habe auch Ihnen einen Brief mitgebracht. Ich hoffe, einen guten. Oh, es tut weh. Ich werde dir keine Post mehr bringen. Wechsel den Briefkasten. Und wer wohnt hier bei uns? Mensch, so eine Hübsche. Ich bin, Oh, ein Brief. Tut mir leid. Es war keine Absicht. Oh, es war irgendwie peinlich. Hier ist Ihr Brief. Miss meines Universums. Oh, danke, lieber Herr. Ich muss gehen. Wir sehen uns in einer Woche. Irgendwie habe ich keinen Spaß mehr an Autos. Genau, ich habe ja noch nichts im Haus gemacht. Ich will schnell ein Traumzimmer. Bingo. Oh, wie leer ist es hier. Ich brauche definitiv etwas Cooles. Und ich fange an mit den Wänden. Die blaue Farbe an den Wänden wird perfekt aussehen. Gleich streichen wir alles. Wow, es hat Spaß gemacht. Was kommt weiter? Genau, ein Teppich. Weiche Puzzles werden im Raum eines echten Kerls spektakulär aussehen. Wie cool. Nice. So,
Und ich vermisse hier noch eine Wand mit meinen Spielsachen. Hier sind sie schon. Lass uns alles aufhängen, damit jeder weiß, dass ich cool bin und nur mit coolen Spielsachen spiele. Der blaue Mann wird hier alles beschützen. Und ich habe fast über Helgi Wege vergessen. Ein paar meiner Bilder an den Wänden. Kristalle sind auch gut. Aber damit muss man vorsichtig umgehen. Es wird hier stehen. Perfekt als ein Tisch. Oh. Und ich weiß schon, was ich auf ihn hinstelle. Ein Haus für meinen Hamster. Das ist mein kleiner Hamster Pete. Er wird mit mir zusammenleben. Dieser Stuhl ist für mich und ich glaube, alles ist fertig. Toll. Und jetzt kann ich mich ausruhen und mit meinem kleinen Freund Spaß haben. Er bringt mir Glück beim Spielen. Ich habe jetzt ein richtiges Traumzimmer. Ich freue mich so sehr. Das ist unglaublich cool. Ich möchte mein Zimmer auch wieder ausstatten. Aber zuerst mache ich eine neue Maniküre. Oh, diese rosa Nägel werden alle verrückt machen. Hey, warum sind die Wände so furchtbar weiß? Das geht so nicht. Dringend, wir streichen sie dringend in rosa. Wie niedlich es jetzt aussieht. Jetzt malen wir Herzchen im ganzen Zimmer. Das sieht so süß aus. Genau wie ich. Und für dich auch ein Herzchen malen wir. Ist das ein leerer Boden? Schrecklich. Jetzt sind rosa Teppiche im Trend. Ein paar Herzchen und eine schöne Lichterkette schaden hier nicht. Ausgezeichnet. Ich schicke dir süße Küsschen an alle. Und was habe ich hier? Das ist eine rosa Giraffe mit super langen Armen. Wow. Mein eigenes Bild. Und dieser Tisch wird hier auch gut aussehen. Ich habe gerade keinen Platz für meine Sachen. Aber hier wird es einen süßen Tisch mit einem Spiegel sehen, damit ich jeden Tag schön sein kann. Oh, ich muss mein Make-up ein bisschen erfrischen. Ich bin umwerfend. Ich habe die weichen Haare und ein gutes Parfüm ist der Schlüssel zum Erfolg. Alles Beste für mich selbst. Gut, mein Zimmer ist fertig. Es ist das Schönste von allen. Ich habe fast vergessen, euch eine weitere Schönheit in diesem Haus vorzustellen. Es ist meine Katze Martha. Sie wird hier bei mir wohnen. Ich habe sogar eine Liege für sie gefunden. Sie ist so süß. Diese weißen Wände machen mich traurig. Das muss dringend geändert werden. Aber ich habe schon eine coole Idee. Zuerst streichen wir die Wände gelb, damit alles hier bunter und positiver aussieht. Wir nehmen die Farbe und streichen die Wände mit einer Rolle. Ich liebe es, Wände zu streichen. Jetzt male ich eine Sonne. Ich schicke euch Strahlen des Glücks und Lächelns. Sehr schön. Und jetzt müssen wir alles schnell übermalen. Das perfekte Gelb. Aber ich mag es nicht, auf dem Boden zu sitzen. Ich muss etwas Weiches finden. Zum Beispiel Sand. Ich liebe Strandsand. Er ist so weich und warm. Wie cool. Und jetzt kleben wir Plakate an die Wände. Ich habe ein zartes Blümchen und eine coole Ente. Quatsch, quatsch. Mein Regal für jeden Schnickschnack. Ich habe fast über meinen besten Freund vergessen. Meine Plüschente. Setzt euch und wir bringen dich hierher. Hier wird ein Tisch gut aussehen und ich brauche einen kleinen Sessel. Dieser gelbe auflassbare Ring passt perfekt. Da. Es ist so cool hier, dass ich sogar Ukulele spielen will. Oh. Wie gefällt's euch? Ich werde später ein Konzert veranstalten. Für jetzt ist hier dein Platz. Die Blumen an der Decke sind perfekt. Okay. Und ein Foto von meinem Lieblingstier. Er ist so süß. Ich liebe ihn. Übrigens, wo ist Richie selbst? Richie, komm her. Hallo, mein Freund. Lass uns spielen. Du spielst doch gerne, oder? Sing mit, Richie. Du fühlst die Musik gut. Schreibt in die Kommentare, welches Haus euch am besten gefallen hat.